Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute bauen wir ein paar Monumente und gucken, was passiert. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Es gibt nämlich noch Monumente, die ich gar nicht kenne. Monumente sind immer relativ große und teure Gebäude, die halt relativ viel Einfluss auf die ganze Stadt haben. Und davon habe ich eins gefunden, was ich noch bauen wollte. Und eins, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Denn es gibt zum einen, warte, eins haben wir glaube ich schon gebaut. Das ist relativ klein, aber relativ teuer auch. Das hier. Das Monument der unsterblichen Helden mit einem Universitätsboost. Das heißt, wenn ihr den aktiviert, ist jedes Kind, was auf die Welt kommt, automatisch im höchsten gebildeten Status, den es in der Stadt gibt. Also sobald das aktiviert ist, ist euer Kind, sobald es rauskommt, Uni-Abgänger. So, das ist ja der höchste gebildete Status, glaube ich. Obwohl die dann natürlich noch nicht viel können, nur Theorie, aber ist ja was ein anderes Ding. Okay, obwohl das ist auch falsch, dass die nichts können. Die können ja schon ein bisschen, die wissen ja viel, dass sie auch können. So, folgendes. Wir müssen jetzt für diverse Sachen, wie zum Beispiel das hier, müssen wir quasi ein Aquarium bauen. Oder hier, für Burg von Lord Shipwick, hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, dass dann quasi alle einzigartigen Gebäude 25% mehr Attraktivität bekommen. Glaube ich. Ja. Alle einzigartigen Gebäude, das heißt, alle Gebäude, die so aussehen hier, oder einzigartige Gebäude, die wir gebaut haben, wovon wir auch einige schon gebaut haben, bekommen quasi einen Boost. Und das würde ich ganz gerne bauen. Deswegen machen wir das jetzt gleich mal. Wir müssen für manche Monumente, wie gesagt, das Aquarium bauen. Genau, und für das hier Uhrenturm. Ein Nachteil hat das Ganze. Es sagt euch immer das nächste Gebäude, was gebaut werden muss. Es kann sein, dass es 6, 7 Gebäude sind, bis dieses Monument mal freigeschaltet ist. Aber es sagt euch immer nur das nächste. Geil wäre natürlich, wenn irgendwie so ein Reiter, so wie das jetzt, aufgehen würde. Und da drin würden alle Sachen stehen, die man braucht. Direkt mit Abhakung, weil ich kann mir das auch nicht merken, weil das ist halt einfach alles mega kompliziert. Ah hier, bauen Sie Depot für Zeitziehenbusse. Okay, machen wir das. Fangen wir an mit Depot für Sightseeing-Busse. Da können wir das auch direkt bauen, oder? Sollen wir da direkt machen? Guck mal. Da sieht man auch, wo es relativ unterhaltsam ist. Ich glaube, wir lassen den hier einfach mal durchfahren. Und wir bauen dieses Depot dann. Warte. Ja, das ist auch relativ laut, ne? Deswegen muss das irgendwo rein, wo es halt nicht so geil ist. Wie hier, in dem Industriegebiet. Top. Depot für Sightseeing-Busse gebaut. Und jetzt können wir jetzt wirklich Sightseeing-Busse bauen? Also ich das noch nie gemacht hätte, ne? Aber anscheinend noch nicht. Warte, wir gehen auf Busse, nehmen Sightseeing-Tour. Buslinie? Linienübersicht? Ah doch, hier sind sie. Sightseeing-Bus-Touren, da sind sie. Ah hier, oh Mann, wie dumm ich aber bin manchmal. Okay. Eine Sightseeing-Bus-Tour. Ich weiß ja nicht, wer das schon mal gemacht hat. Ich habe sowas schon mal gemacht in, ich glaube, Italien. Genau, in Rom habe ich das mal gemacht. Und in den USA habe ich das auch mal gemacht mit Manuel, also mit German Let's Play. Das war schon witzig, muss ich sagen. Aber auch ein bisschen komisch. Vor allem, ich glaube, Italien war es. Da musstest du, glaube ich, einen Schirm kaufen. Und noch zwei Sachen, dann haben die alle in Ruhe gelassen. Und zwar haben die versucht, immer alles anzudrehen. Gerade in den Touren, ne? Die sind immer an den Haltestellen, haben die gelauert und wollten ihr dann was kaufen. War auch immer gut. So, wir machen jetzt hier so eine Sightseeing-Tour um alle geilen Sachen rum, die hier so sind. Na, hier ist nur ein Dover Park, den lassen wir mal außen vor. Und fahren dann zurück, machen hier noch eine Haltestelle hin. Und knüpfen dann wieder die Linie ab. Warte, können vielleicht hier noch einmal halten. In dem Park. Halten hier noch. Und fahren dann zurück. Ah, das ist blöd, da drehen die so doof drin. Fahren vorher zurück. So, wir haben jetzt eine Sightseeing-Bus-Tour. Habe ich die? Ich glaube, ich habe die noch nie gebaut, oder? Kann auch sein, dass ich die auch nur meine. Linienübersicht. Fahrzeuge 2. Haltestellen 9. Ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt rauskommt, ne? Ah, Fahrzeuganzahl ändern und den Preis. Wir machen erstmal günstiger. Aber wäre schon geil, ne? Wenn da, überleg mal, da warten jetzt immer so 1000 Leute. Und das kostet 25 Euro das Ticket. Dann sind das ja 25.000. Wir machen aber mal weniger Busse, ne? Vielleicht interessiert die Bahn auch keiner. So. Okay. Sightseeing-Bus zu. Ich glaube, die habe ich noch nie gebaut. Okay, und wenn dann nur einmal, um dieses Lord Chiffick-Ding da zu bekommen.
So, jetzt geht's weiter. Das meine ich damit. Guck. Bauen Sie Uhrenturm. Ah, ne, der wollte die ganze Zeit den Uhrenturm haben. Aber für den Uhrenturm brauchte ich dieses Ding, was ich gerade gebaut habe. Aber das ist nicht alles. Ich brauche ein Parkpflegegebäude. Cool. Parkpflegegebäude war irgendwo hier. Da ist es. Ein Parkpflegegebäude. Wer hätte das gedacht? Das pflegt alle möglichen Parks in Reichweite. Das ist auch relativ groß, dieses wunderschöne Gebäude. Sollen wir das einfach mal hier hinsetzen? Ah, da ist schon viel Verkehr, ne? Da fahren die ja dann auch wieder. Obwohl, wenn die einmal draußen sind, dann geht's. Ich baue das mal hier hin jetzt. Alter, mega Ruckler auf jeden Fall. Da sind sie. Parkpflegefahrzeug. 10 Stück, ja, komm, die fahren einmal raus, dann ist gut. Parkpflegegebäude gebaut. Next. Wir können den Uhrenturm bauen. Der Uhrenturm. Das hier wird auch ein sehr cooles Zentrum werden. Deswegen machen wir den Uhrenturm auch einfach irgendwo hier hin. Vielleicht hier in die Ecke. Da kann man in meinem Freizeitpark stehen und gucken, wann er den aufmacht. Jetzt steht er da. Kostet 800. Und wir können es natürlich noch nicht bauen. Wir brauchen noch eine alte Marktstraße. Die bauen wir hier gegenüber vom Expo-Center. Die sogenannte alte Marktstraße hat einen wunderschönen Ruf und ist schon Ewigkeiten in dieser Stadt. Nämlich seit genau... Ah, das ist gar nicht... Oh Mann, das ist ja breiter. Und dann machen wir das woanders. Wir machen was hier hin. Genau seit jetzt... Wie scheiße sich das da integriert. Aber wir müssen das so sehen. Das ist nichts, was hier schon vorher stand, sondern das wurde einfach für die Touristen gebaut. Kennt ihr das? Ich glaube in Japan oder so. War das Japan oder China? Ne, Japan, glaube ich. Die haben auch so ein richtiges Oktoberfest-Dorf. Ja, kein so, ich glaube, so ein bayerisches Dorf haben die, glaube ich, gebaut. Ist einfach voll geil so, ne? Warte. Ah, jetzt hakt es hier wieder so scheiße ein. Machen wir einmal so und dann so. Ja, das sieht auch gut aus. Ein paar Parkplätze hier vorne. Weißt du, da können 8 Autos parken. 2, 4, 6, 12, 24 Autos können da parken. Bereich bestimmt. Obwohl das als so eine Art... Weiß nicht, so aus Filmen. Keine Ahnung. Irgendwelche coolen Filme, immer so ein Stück. Fände ich schon geil. So, das ist fertig, das. Dann kann der Uhrenturm auch in die Ecke dahin. Ist zwar doppelt gemoppelt, aber der passt thematisch so ein bisschen besser dahin, oder? Und der thematische Uhrenturm. Ne, warte mal, die Straße nehmen wir weg. Die machen wir nur bis vorne vor, aber nicht verbinden. So nämlich. Weil noch eine Kreuzung an der Stelle... Es sind viele Kreuzungen hier. Hier, einfach so. Gut aus. Da kann auch nachher dieses Hotel-Ding hin, was wir auch noch dazu bekommen. Also es kommen ja jetzt bald in ein paar Tagen kommen ja neue DLCs raus, die letzten. Und so ein Hotel-DLC, das könnte man echt vielleicht hier in der Mitte einfach reinbauen. Vielleicht auch nicht, weil hier der Güterbahnhof ist, aber vielleicht so hier in der Mitte oder da in der Mitte. Vielleicht hier am Strand, das wäre schon geil. So, aber was brauchen wir denn noch? Das ist Sonneverarschung, ne? Jetzt brauche ich die Meeresfestung. Meeresfestung, wo bist du denn? Ah, hier. Das ist so eine Festung im Meer. Ich meine, hier, die ist das. Also, ich denke mal, alle Parklife-Gebäude, ne? Okay. Die machen wir hier vorne hin. Da, wo auch die 8 Millionen Schiffe übereinander fahren. Das ist schon geil. Oh, oder hier. Aber da hat man natürlich diesen Mehrwert nicht, ne? Aber da wird es, glaube ich, ganz optisch, wäre das, glaube ich, ein Bringer. Optisch einfach der Hammer, oder? Oh, jetzt bin ich wieder im Zwiespalt. Soll diese Spitze weg oder soll da ein Tunnel durchgehen? Ah, man weiß es nicht. Das ist auch schade, dass man nicht direkt einen kompletten Tunnel durchbauen kann, ne? Das ist so gemein.
Also kann man aber. Man könnte ja theoretisch sagen, pass auf, da rein, da raus und fertig. Also einmal durchziehen und gut ist. Und nicht den Eingang, Ausgang separat setzen. Das ist halt ein bisschen doof. Ja, kann man sich fast sehen lassen. Da fehlt es noch an Wasser. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Sachen hin. Müssen wir mal gucken. Oh, das ist gut, ne? Mehr Sachen. Oh, ist das dumm. Warte mal, das kommt jetzt weg. Ich habe vergessen, 460. Oder auch 23 U. Warte. Ja, top. Und Wasser versorgt, Strom ist auch da. Und wir haben jetzt hier vorne eine Burg, die sich sehen lassen kann. Okay, nächstes Ding ist mal ganz kurz eine Keimauer mit Bäumen, wenn das funktioniert. Gerne auch so ein bisschen rund. Ja toll, geht direkt der Leichenmann hin. Küste benötigt. Von wegen, Alter. Ach so, weil auf der anderen Seite ein Verbrenner ist, ne? Und wenn die rausfahren, die müssen erst nach da fahren. Das ist natürlich sehr cool. Warte ganz kurz mal den roten Vogel weg. Der rote Vogel, da fragen halt auch, also ist halt immer unterschiedlich, mal fragen mehr danach, mal fragen weniger danach. Aber das ist quasi, das nennt sich Anarchie. Also wenn ihr quasi nach Road Anarchie sucht oder Quay Anarchie, das ist das mit dem roten Vogel. Und ihr findet das auch in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich so ein, ich weiß gar nicht, wie das, so eine Kollektion. Und die ist, so viel ich weiß, auch up to date, so ziemlich. Jemand hat letztens gefragt, ob ich die nicht mal updaten könnte. Und dann habe ich mich nur gefragt, ja, warum denn? Was fehlt dir denn? Ich weiß jetzt gar nicht, ob er geantwortet hat. Müsste ich mal reinlunzen. Dann kann man da mal reinschauen und gucken, was ihm fehlt. Vielleicht fehlt ihm auch gar nichts. Wollte nur so ein Update haben. Aus Spaß. Kann ja sein. So, das passt schon mal so einigermaßen. Die Meeresfestung ist am Start. Absolut dumm, weil der Radius, der da ist, der geht durch so ein bisschen durch die Bäume durch. Ist der Effekt natürlich nicht so gegeben, wie als wenn man die mitten reinbaut, ne? So, Beobachtungsturm. Eigentlich könnten wir auch hergehen und gucken, was in jedem... Hier Parklife. Jetzt kommt der Beobachtungsturm, das wäre dann der. Und dann wird theoretisch das hier noch kommen, die Statue. Und dann müssten wir diese Burg bauen können. Beobachtungsturm ist relativ hoch. Ja, den könnte man... Also ich habe mal einen richtig geilen Kreisverkehr gebaut. Und in dem Kreisverkehr war dieser Beobachtungsturm. Den Kreisverkehr bekommt ihr auch auf meinem Profil. Ich habe ja so verschiedene Sachen bei Steam drin. Und unter anderem auch diesen Turm, ne? Was auch sehr geil ist, du fährst hier hoch und guckst in den Freizeitpark rein. Aber der ist halt meistens auch da, wo hohe Gebäude sind. Andersrum kannst du, wenn er dir jetzt einmal das Ding hier stehen lässt, kannst du ja nicht so weit gucken, weil die Börse da ist, ne? Aber hier würde es zum Beispiel voll gut gehen. Warte. Ja, der ist aber auch sehr, sehr laut drumherum. Wir machen das mal hier hin. Ja, manche Leute sind traurig. Manche freuen sich aber. Und da ist ein bisschen Stau. Bisschen ist gut, ne? Vielleicht wäre hier noch so eine Umgehungsstraße. Die wollen halt alle in den Bahnhof, ne? Vielleicht fehlt es hier einfach an einer Verbindung. Unter der Autobahn entlang, pass auf. Das war schon mal nix. Wir machen mal ganz kurz den und machen das hier alles aus. Dann sehen wir zumindest, wo es hakt. So ist besser als sonst. Ah, guck mal, gehen einfach bis hier. Hopp. So, und jetzt ist die Sache. Machen wir die jetzt hoch oder runter? Sagen wir hoch. Zehn hoch. 10 drüber. Da müssen wir gleich noch ein bisschen machen, weil das ist ein bisschen steil. Ach du heilige Scheiße. Da ist ja maximaler Stau jetzt, ne? Ich habe doch gesagt, das ist keine gute Idee, diesen Güterbahnhof dahin zu bauen.
Hier bitte nicht so schnell fahren. Fluggefahr. Na, ist immer noch ein bisschen steil. Aber wenn danach ein paar Bäume sind, geht's. So, hier ist dann die Schnellstraße. Hier könnte man noch theoretisch einen Kreisverkehr machen und dann nochmal in die andere Richtung fahren. Das, man, hier ist jetzt wirklich mega schlau. Wir lassen den aber erstmal trotzdem noch da. Kann sein, dass der einfach versetzt wird später. Wir haben jetzt gerade ein anderes Ziel, nämlich diesen Tünnis da noch bauen wahrscheinlich, ne? Statue des Kolossalus. Statue des Kolossalus auf Stufe 6. Da ist er. Ja, wäre schon cool hier irgendwo. Aber da fährt halt immer das Schiff dann durch, ne? Oder hier. Oh Mann. Die halten dann immer in den drin. Oh, warte mal, aber wenn wir den so machen. Warte. Kann man den vielleicht so ein bisschen da reinziehen? Pass auf. So, viele, keine Straßenanbindung, als ob. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Ich will nur die Statue des Kolossalus. Aha, guck mal. Das könnte man echt machen, das ist quasi jetzt so integriert. Statue des Kolossalus in einem, was ist das? In einem Hafenbushub. Die fahren ja eh nur da dran und wieder weg. Aber besser, als wenn wir das Ding jetzt nochmal separat irgendwo stehen haben. Obercool. So. Oh, jetzt können wir die bauen, ne? Oh, zu gut. Ich glaube, die packen wir jetzt hier so an der Ecke, dass die nicht im Freizeitpark drin ist, aber den so ein bisschen ankratzt. Achtung. Und alle Gebäude bekommen 10% mehr Radius, glaube ich, ne? Das ist schon geil. Kann sein, dass wir da einen kleinen Boost bekommen. Vielleicht reicht das, um unsere Stadt auf 100.000 Einwohner zu bekommen. Das wäre der Wahnsinn. Also ich glaube, so in die Berge wäre das geil. Und nicht. Das ist auch gut, ne? Einfach so dran. Hier so, pass auf. Genau, ich mach mal so. Nimm dann das Ding. Obwohl, ich hätte es doch jetzt einfach verschieben können, ne? Oh Mann. Ja, das meine ich, ne? Das wäre echt geil, wenn ich einfach dieses Gebäude in den Berg integrieren würde. Und nicht sowas. Guckt's euch an. Und so ist es halt auch scheiße. Leute, das ist einer der Gründe, warum man bügelt. Das ist der einzige Grund, warum man bügelt. Also nochmal neu, Monument. Wie teuer ist das eigentlich? 3.200 geht sogar, kostet 1,9 Millionen. Cool. Na, ist halt schwierig. Also man kann nicht den Berg so angleichen. Das geht nicht. Und das finde ich echt schade, ne? Das ist einfach so schade. So, aber wir sind wieder bei 23 Uhr. Hier müssen wir eh weitergehen. Hier kommen ja noch ein paar Gebäude hin. Und der Bahnhof, der Bahnhof kommt da wahrscheinlich mal weg. Oder woanders hin, eine andere Anbindung. So ist das echt blöd, ne? Oder wir müssen weniger importieren, mehr machen. Auch schwierig, ihr seht gerade, ne? Überall ist so eine Schwierigkeit drin. Ja, und da ist jetzt die Burg von Lord Chipwick. Cool. Ein Monument, was alle anderen Gebäude boostet. An einer Stelle, die momentan noch nicht so cool aussieht. Aber wenn der Freizeitpark, glaube ich, da ist, dann geht das.
Parkgebietsinfo, guck mal, wir brauchen doch noch ein bisschen Unterhaltung bis zur nächsten Stufe. Das heißt, wenn wir das jetzt hier einfach nochmal kopieren, packen das dahin, schon aber die nächste Stufe vom Freizeitpark. Ah ne, da sind Besucher, da ist die Stufe. Oh Mann, okay, alles gut. Alles chillig. So, warte mal, Sightseeing-Bus-Touren. Bustouren, wo sind sie? Da. Ja, 20 Passagiere, ne? Aber immerhin, 20 mal 25 Euro. Ich lass mal eine Linie fahren. Wahrscheinlich ist sie auch zu lang, habe ich mal gelernt, ne? Kurze Sachen, die mehr abgreifen, sind besser. Vielleicht 10 kurze anstatt eine lange. Dann würde man ja 10-mal das bezahlen. Das wäre auch noch richtig gut. Okay. Hier wird kein einziges Gebäude gebaut, aber wir haben die Burg von Lord Chipwick. Ein Haufen andere einzigartige Gebäude. Und ich glaube, nächstes Mal machen wir dann noch das Ding hier fertig. Weil das kenne ich noch gar nicht, du. Also Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!